gerade, ja, es war wieder ein Das kommt weg Video machen. Ich weiß leider nicht den Teil, aber ihr könnt es in der Beschreibung lesen. Ja, ich habe ein paar Nagellacke aussortiert und zeige euch die mal im Mini-Schnelldurchlauf. Ich habe auch ganz viele andere Sachen noch aussortiert, dazu komme ich aber gleich. Fangen wir aber mal mit den Nagellacken an, weil die sind echt, das sind echt viele, ja. Wirklich viele. Das Problem ist, ich habe sie zwar einmal lackiert, mir ist aber auch aufgefallen, dass eben, kurz bevor sie trocknen, fangen sie sich so an zum Ziehen. Also beziehungsweise sie trocknen nicht, sondern ich kann sie so richtig bei der zweiten Schicht so abziehen. Finde ich nicht so geil. Und das war bei allen, den habe ich gar nicht probiert, muss ich ehrlich sagen, weil der hat so einen Sparkle-Sand-Effekt, was ich nicht mag. Also was ich früher mir einbildet habe, was ich toll finde, aber was ich im Endeffekt gar nicht mag. Deswegen, ich werde auf jeden Fall alle auf die Seite geben für die Celine. Sie muss sie halt alle nochmal durchtesten, ob sie funktionieren oder nicht. Ich, ja, ein paar, die gefallen mir auch überhaupt auf meiner Haut nicht mehr. Also den gebe ich weg wegen dem Finish, weil er mir vom Finish her nicht mehr gefällt. Den und den, beide Essenz oder alle drei waren Essenz. Die drei gebe ich, die zwei, ich kann nicht mehr reden, ich bin echt verwirrt. Die zwei kommen weg, weil sie mir von der Farbe auf meiner Haut nicht gefallen. So wie auch der hier. Kommt auch deswegen weg. Ich habe nämlich noch so einen gelben und da muss ich auch schauen, ob er mir überhaupt auf meinen Nägeln gefällt. Die werde ich auch weggeben. Die habe ich mir unbedingt ein... Boah, das wäre fast am Boden geflogen. Oh mein Gott. Ich sollte mich anders hinsetzen. So. Den habe ich mir eingebildet, weil... Also alle drei habe ich mir einbildet. Ich hoffe, man kann das irgendwie sehen. Weil... Oh, ich habe Angst, dass meine runterfliegt. Ich habe sogar noch einen vierten, die habe ich mir damals einbildet, weil sie reduziert waren. Noch nie aufgetragen, außer einen. Ich glaube, den rosenen und den pinken, da habe ich benutzt. Und da ist es auch gewesen, dass das eben sich so zogen hat. Und das nervt mich. Dafür habe ich keine Nerven. Bei den beiden war das leider auch so. Die sind auch nicht durchtrocknet, sondern ich konnte sie auch abziehen. Die Farbe finde ich urschön und ich bin mega traurig, dass das bei der leider auch so ist. Und die habe ich mir damals auch gekauft, obwohl ich da eh den von MAC habe. Den von MAC habe ich noch aufgehoben. Den seht ihr da. Also es ist fast dieselbe Farbe, kannst du sagen. Ja, es ist fast dieselbe Farbe. Und den von MAC habe ich halt... Oh, ich darf, glaube ich, keine Nagellacke mehr anfassen heute. Den... Ich habe ihn probiert. Der zieht sich leider auch so. Ich wollte eigentlich, so wie die beiden, da überlege ich, ob ich sie überhaupt weggebe. Aber wenn der sich wie Kaugummi zieht, dann brauche ich ihn nicht behalten. So wie den dann. Den finde ich urschön und den habe ich noch nicht mal so extrem lange. Deswegen verstehe ich nicht, warum der nicht durchtrocknet. Bei dem probiere ich aber nochmal mit so einem Nagellackverdünner. Aber den muss ich mal erst kaufen. Glitzer gebe ich auch weg, der ist auch so dickflüssig. Die muss, wie gesagt, die Linien dann nochmal alle durchtesten. Den gebe ich leider auch weg, weil der hat auch, der ist auch nicht durchtrocknet. Die habe ich gar nicht probiert, die aus dieser... Oh ja, Moment. Ich habe die, glaube ich, alle lackiert. Den fand ich ganz, ganz schrecklich auf meinen Fingernägeln. Der ging gar nicht. Den habe ich auch nicht mehr probiert, weil er mir von der Farbe auch nicht mehr gefällt. Da sieht man, wie schnell man dann aussortiert, oder wenn dann die Farben dann mal gefallen. Bei denen ist auch so. Bei dem gefällt mir auch irgendwie die Farbe auf meiner Haut nicht. Seht ihr das in Kombi? Ich meine, jetzt ist es ein bisschen schwer wegen den grünen, den ich oben habe. Den, der ist leider auch nicht mehr durchtrocknet. Wie gesagt, ich gebe sie zwar mal der Lin, aber sie soll alle mal durchtesten, ob die noch funktionieren oder nicht. Der ist leider auch nicht durchtrocknet und der auch nicht. Also vielleicht bin ich einfach nur ungeduldig, weil das sind ja diese alten von Essence. Die werdet ihr sicher noch kennen. Ja, da habe ich noch zwei von Essence. Der hat sich total geteilt. Werde ich aber auch wegwerfen. Den nicht, den werde ich auch der Lin geben, weil mir hat die Farbe auch nicht mehr gefallen. Also... Da sieht man, wie sich die Geschmäcker verändern, oder? Nach ein paar Jahren. Aber den werde ich komplett entsorgen. Ich habe versucht, ihn zu schütteln, aber der verbindet sich nicht mehr so richtig. Und wenn er dann eine Weile stehen bleibt, dann teilt er sich wieder so. Deswegen, der ist auch aus einer extrem alten Essenz-LE. Das war Snow Jam. Ich meine, das ist ja sehr, sehr alt. Sehr, sehr alt. Das wird alles immer so dreckig, deswegen bin ich froh, dass ich das alles weggeben kann. Die werde ich wegschmeißen, die Wimpern, weil die schauen nicht mehr so schön aus. Dann habe ich da noch immer Nagellacke und die werde ich verschenken. Ich muss mir nur merken, wem ich was gebe.
Einmal habe ich diesen Annie. Der ist auf meiner Haut auch ganz, ganz schlimm leider. Er ist wunderschön, aber so in der Flasche hat er mir super gut gefallen, aber auf meiner Haut passt er leider überhaupt nicht. Dann habe ich da noch zwei Yves Rocher. Da, wo mir auch die Farben nicht mehr gefallen. Aber für den habe ich einen Abnehmer. Für den nicht, den werde ich der Lynn geben auch. Aber für den habe ich jemanden, der ihn haben will. Alles ist so staubig da, das geht mir echt auf die Nerven. Ich habe diesen Body Spray aussortiert, den werde ich jetzt endlich meinem Bruder geben. Mir gefällt er nämlich überhaupt nicht. Ich habe den mal in irgendeinem Tauschpaket gehabt. Er riecht schon gut, aber so will ich nicht riechen. Wenn es ein Duschgel wäre in der Duftrichtung, dann wäre es okay, aber ich will nicht so duften. Leider. Kleine Mini-Make-up-Schwämme werde ich aussortieren. Die habe ich mir mal irgendwann gekauft, weil ich die so niedlich fand, noch nie verwendet. Weil mir ist das auch einfach zu klein. Also ich kann mit dem nicht wirklich was anfangen. Deswegen gebe ich die auch der Lynn. Die Mascara, die werde ich auch der Celine geben. Weil mich stört dieser Geruch von dieser Mascara. Also das ist die Hypnose Dollar Eyes von Lancôme. Diese Miniaturgröße, die habe ich schon so oft bekommen. Und ich mag sie nicht. Ich mag sie wirklich nicht. Dann habe ich da noch so zwei kleine Nagellacke von Yves Rocher. Der ist total komisch. Das ist so ein Glitter. Den habe ich aber früher sehr, sehr... Jetzt wurde ich wieder extrem. Den habe ich damals sehr gern verwendet, wie man sieht. Also der ist fast leer worden sogar. So wie der da. Der wäre auch fast leer. Ich glaube, das kann man aber nicht... Naja, fast. Also ist die Hälfte. Aber die muss ich leider entsorgen, weil die so komisch worden sind irgendwie. Heute fühle ich mich irgendwie in meiner Haut nicht wohl. Ich weiß nicht, woran es liegt. Die zwei Sachen werde ich auch wegschmeißen. Das stinkt bestialisch. Ich werde das nicht aufmachen. Ich habe das nämlich verwenden wollen. Das ist dieser Nagellackverdünner von Adeko. Er ist eigentlich auch fast leer, glaube ich. Aber der stinkt so extrem. Das ist echt widerlich. So wie der Sally Hansen No More Mistakes Nagellackkorrekturstift. Jetzt habe ich Schluck auf schon wieder gekriegt. Jo. Stinkt auch bestialisch. Werde ich auch wegschmeißen. Zwei Kajalstifte werde ich der Lynn schenken. Ich habe den früher so gern verwendet, aber irgendwie mag ich den nicht mehr. Ich habe den sogar einmal noch komplett zu. Werde ich der Lynn geben. Kommt alles auf den Haufen da hinter mir. Zwei Eyeliner werde ich aussortieren. Ich habe sie nämlich probiert, weil ich habe mich einmal braun geschminkt und wollte dann einen braunen Eyeliner verwenden. Habe mich einmal grün geschminkt und wollte einen grünen Eyeliner verwenden. Und beide sind von Adeko. Könnt ihr sehen, war ein Tester. Ich mag sie aber nicht. Also die sind ganz, ganz schlimm. Die sind wirklich ganz, ganz schlimm. Das sind solche Filzstiftliner. Und die Spitze wäre lang genug gewesen. Man hat auch wunderschön einen Wing ziehen können. Aber wenn man gelacht hat, geweint hat oder sonst irgendwas, ist der Eyeliner da auf der Seite, wenn du dir das weggewischt hast, ein bisschen voll runterbröckelt. Und das geht gar nicht. Das geht wirklich überhaupt nicht. Also ich war mega enttäuscht von dem. Ich mag den von Make-Up Factory am allerliebsten, den ich jetzt auch gerade heute wieder drauf habe. Den liebe ich, den habe ich mir auch schon nachgekauft, aber die von der Deko gehen gar nicht. Die werde ich auch entsorgen, die gebe ich nicht einmal der Lynn, weil das bringt ja nichts. Dann habe ich Burt's Bees. Das ist eigentlich für die Nagelhaut gewesen. Die werde ich aussortieren. Ich habe die schon so lange offen gehabt und ich glaube, die ist auch schon ziemlich gekippt. Ich traue mich die gar nicht öffnen. Sie stinkt. Puh. Sie riecht auf jeden Fall nicht mehr gut. Ich mag eigentlich Burt's Bees, aber ja, ich mag eher das Serum für die Nagelhaut. Viel, viel lieber von Alessandro, glaube ich, ist das. Das mag ich viel, viel lieber. Drei Sachen habe ich noch, dann habe ich es Gott sei Dank wieder durch und dann kann ich wieder von neu anfangen zu sammeln. Es ist schon echt übergangen. Und wenn ich jetzt wieder demnächst Nagellacke aussortiere, was nicht mehr lang dauern wird, ja, brauche ich wieder den Platz. Einmal habe ich von Kiss den Wimpernkleber. Das ist so eine Kacke. Also, der hat mich extrem aufgeregt. Also, den fand ich mega kacke. Würde ich mir niemals wieder nachkaufen. Ich glaube, der ist auch schon ausgetrocknet. Ich finde den einfach nur schrecklich. Leider muss ich eine Probe aussortieren, weil das ist gekippt. Da hat sich das Öl so verändert. Seht ihr das? Also das traue ich mich nicht mehr verwenden. Ich habe mir das mal in groß gehabt und da hat sich das auch verfärbt. Aber ich glaube, das sieht man durch die Kamera nicht. Ich glaube, das sieht man nicht. Das hat so komische Schlieren drinnen. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat oder nicht, aber das werde ich nicht weiter verwenden. Das finde ich viel zu gruselig. Das werde ich weghauen.
Es war auch schon extrem lange offen, muss ich ehrlich sagen. Was ich leider auch wegwerfen muss, ist das hier. Ich liebe das ja eigentlich. Das ist von Sleek, diese Color Correcting Palette, was ich einmal sogar aufgebraucht habe. Sie ist auch ziemlich benutzt, außer der orangene Ton. Aber sie stinkt bestialisch. Ich habe jetzt gerade wieder eine neue angefangen. Ich habe sie aber heute schon wieder vergessen zu verwenden. Habe ich eine neue begonnen. Ist schon wieder so dreckig da. So. So sieht die neu aus. Und die riecht nicht so. Nein. Boah, da kommt das gleich einem entgegen und da nicht. Also das ist eher so ein dezenter Duft, finde ich jetzt mal. Aber das, boah, das riecht richtig komisch. Und deswegen verwende ich es lieber nicht weiter. Ich habe es erst bemerkt, wie ich es auf der Haut oben gehabt habe. Also, nope, das kommt auch auf jeden Fall in den Müll. Ja, ich hoffe, das war nicht zu schnell. Aber ich wollte das so schnell wie möglich hinter mich bringen, weil ich liebe diese Reihe von den Videos, aber die Nagellacke tun schon weh. Also die Nagellacke tun verdammt weh, die auszusortieren. Ich habe auch ein bisschen noch Angst, weil da sind noch ganz viele von Essence und die sind sehr, sehr alt. Was mich wundert, ist, dass diese Miss Lean, die was auch schon verdammt alt sind, dass die noch gut sind. Also das wundert mich extrem. Aber ja. Und ich wollte jetzt, ich weiß, ich hätte jetzt noch mit diesem Nagellackverdünner da, wenn er mir nicht eingegangen wäre, beziehungsweise gekippt wäre, weil der ist ja widerlich bis zum Umfallen, hätte ich natürlich noch ein bisschen dann verdünnen können. Aber ganz ehrlich, ich habe die so lange, die von Essence habe ich so, so lange. Einen habe ich eher aufgehoben, das ist der hier. Aber das ist von dieser Gel-Reihe schon, das ist der da. Und der hat noch ganz normal funktioniert und ist auch normal durchtrocknet. Diese Gel finde ich viel, viel besser als die alte Variante. Diese Color and... Nein, die Gel, die haben auch schon Gel geheißen. Da ist auch schon Gel dabei. Und der war aber nicht mehr gut, was ich weiß. Aber die haben ganz anders geheißen. Color and Go oder so? Was ist denn das? Ich habe doch so einen. Ja, genau. Da, so. Color and Go haben die ja damals geheißen und die haben das ja nur auf Gel umgeändert. Ja. Aber die Farbe mag ich und ich werde auch versuchen, die aufzubrauchen. Ich glaube aber leider, dass die nicht mehr gibt, weil ich liebe diese Farbe. Die ist echt geil. Also die Farbe ist wirklich geil. Ja. Ich habe ein paar dann noch auf der Seite. Also viele aufgehoben habe ich ehrlich gesagt nicht. Es wird mehr, glaube ich. Aber... viele sind es nicht. Auch die, was mir von der Farbe her nicht mehr gefallen, die sortiere ich auch gleich raus. Ich glaube, es gibt einen Miss Lean in Blau, der gefällt mir überhaupt nicht. Generell, ich bin kein Blauträger auf den Nägeln. Wenn Blau, dann eher der von Essie. Den hatte ich auch vor kurzem oben, weil ich ja die alle ausprobiere, ob sie noch funktionieren oder nicht. Den hier. Der Make Some Noise hat der geheißen, glaube ich. Ja, den habe ich geliebt, den Nagellack. Und den gibt es leider auch nicht mehr. Das war auch eine Limited Edition. Aber den liebe ich als Blau. Aber es geht halt nicht alles. Also alles kann ich nicht tragen. Mal gucken, wie ich dann noch aussortiere. Ich bin echt gespannt. Aber ein paar habe ich da so im Blick, was auf jeden Fall noch fliegen werden. Da bin ich stolz auf mich. Ich bin zwar ein bisschen enttäuscht auch, aber sehr stolz auf mich, dass ich viele aussortiere. Auch oben stehen noch ganz viele auf diesen Nagellack-Dingen, die mag ich auch unbedingt aussortieren. Ja, also da bin ich noch dran. Also ich habe den Urlaub schon ein bisschen ausgekostet, auch wenn ich jetzt immer in die Fahrschule musste, aber... sorry, ich musste auf die Uhr schauen. Habe ich das schon ein bisschen versucht auszunutzen. Ich mache immer nebenbei was, wenn ich rede. Ich bin echt unerträglich heute. Sorry. Was ist los? Ich bin ein bisschen hebelig. Keine Ahnung wieso, aber bin ein bisschen hebelig. Irgendwie freue ich mich schon wieder aufs Arbeiten. Ich bin zwar ein bisschen traurig, dass mein Urlaub zu Ende ist, aber weil ich halt nicht viel davon hatte, außer das Wochenende, aber ich freue mich schon aufs Arbeiten. Ich freue mich wieder, alle meine Kollegen zu sigieren. Das macht eh Spaß. Ja. Also ich bin, wie gesagt, noch sehr dran am Nagellack aussortieren. Da bin ich auch stolz auf mich. Die untere Reihe ist schon fast fertig, glaube ich. Weil ich will auch die, was da stehen, man kann sie sehen, da. Ja. Die will ich unbedingt reinschlichten wieder. Und vielleicht auch nach Farben, damit ich die Farben so ein bisschen durchgucken kann und die, was ich doppelt habe, ein paar auch verbrauchen. Es wird, glaube ich, Zeit, dass ich ein paar verbrauche. Das Problem ist, alle, die da oben sind, die gibt es nicht mehr. Ja, alle, die da oben sind, gibt es nicht mehr.
Also, ich wäre aber glücklicher, wenn ich sie nicht wegwerfen müsste oder verschenken müsste, sondern wenn ich sie aufbrauche. Und das ist, glaube ich, ein Ziel 2021, dass ich Nagellacke verbrauche. Ich meine, der ist ja mega. Das ist auch einer von Catrice, hat mir mal die Vivi geschenkt. Das war eine Limited Edition. Ich habe den nämlich nicht mehr gekriegt. Der hat Planet Tokyo geheißen. Und ich liebe diese Farbe. Der schaut auch schon ein bisschen komisch aus, aber er hat noch ganz normal funktioniert. Und ich liebe die Farbe. Und ich sollte die mal öfter wieder lackieren. Weil der ist echt genial. Also die Farbe... Also ich habe 3 so oder 4. Ich weiß eigentlich, ist das nicht gerade wirklich passend in dem Video. Aber ich habe 4 Farben, die was ich auf jeden Fall liebe. Das sind die. Das ist der Essie, der, was ich jetzt gerade drauf habe, der Catrice. Der Kiko in diesem knalligen Farbton. Und der Essence. Also die 4 finde ich wirklich schön. Nur habe ich halt Angst, dass die leer werden, weil die kann man nicht mehr nachkaufen. Aber es gibt auch ganz, ganz alte, die noch gut sind. Zum Beispiel der da. Der ist so alt, aber ich weiß nicht, ob sie noch viel an die LA erinnern können. Aber den konnte ich noch ohne Probleme lackieren. Und mochte ich sogar. Ich habe den zweiten nämlich auch schon probiert. So ein lilaner war das. Den fand ich auch schön. Und vielleicht werde ich dann schauen, ob ich die aufbrauchen kann. Weil wenn ich arbeiten gehe, muss ich eh wieder runter lackieren. Oder ich lackiere nochmal drüber, weil das so schnell abgrabbelt ausschaut. Mal schauen. Aber mir macht das in letzter Zeit so Spaß zum Nägel lackieren. Deswegen muss ich ein paar weggeben, dass ich nur noch so eine Handvoll habe, mit dem ich zufrieden bin. Ich habe nämlich so viel Rot. Ich habe so viele rote Nagellacke. Ja, denken wir gar nicht mehr dran. Ich beende jetzt das Video. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn ich ein bisschen abgeschweift bin. Aber ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!